Am 1. Juli startet das Tollwood-Sommerfestival im Olympiapark Süd. Die Macher haben ein vielseitiges, Corona-taugliches Programm auf die Beine gestellt. Alles Outdoor, lautet die Devise. Und als langjähriger Partner geblieben ist die Stadtsparkasse München. Vertreten wieder mit dem S-Beach, ein idealer Ort zum Entspannen. Tollwood und uns verbindet ja eine langjährige Partnerschaft. Seit mehr als 30 Jahren sind wir Förderer des Tollwood Festivals und wir freuen uns auch, dass wir in diesem Sommer zusammen mit Tollwood das Festival organisieren und realisieren konnten. Gerne stellt die Stadtsparkasse München zu diesem Event ihre Geldautomaten zur Verfügung, dass die zahlreichen Besucher an den Markt- und Gastronomständen eben mit Bargeld bezahlen können. Aber jetzt auch vor dem Hintergrund von Corona haben wir uns darauf verständigt, Tollwood zu unterstützen mit digitalen Payment-Lösungen, also bargeldlose Bezahlverfahren. Und an jedem Stand können die Besucher jetzt auch mit ihrer Geldkarte bargeldlos und hygienisch bezahlen. Naja, dieser Sommer wird, wir sagen mal, klein, bunt und sicher. Wir haben ein umfassendes Corona-Hygiene-Sicherheitskonzept umgesetzt. Das heißt zum Beispiel, dass das Gelände komplett umzäunt ist. Es gibt eine ganze Reihe von Sicherheitsvorkehrungen, damit der Besuch hier auf dem Tollwood sicher vonstatten gehen kann. Aber es gibt das bewährte Programm, es gibt Kunsthandwerk, es gibt Biogastronomie, es gibt Walk-Acts und Performances. Und wir haben auch eine kleine Bühne beim Hackabschorbrettel, wo täglich zwei Bands spielen. Und das alles bei freiem Eintritt. 53 Tage dauert das Sommerfestival heuer, doppelt so lange wie sonst. Ende ist am 22. August.